standing play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schocks und ihr habt es ja sicherlich schon mitbekommen, ich spanne euch jetzt auch gar nicht mehr länger auf die Folter, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass wir die letzten Tage auf Twitter und auf Facebook geschrieben haben, dass wir eine News für euch haben, eine richtig fette News sogar, und jetzt darf ich euch offiziell sagen, wir wurden vom Electronic Sports World Cup eingeladen, Deutschland auf deren Call of Duty Ghosts Turnier zu vertreten, und es ist richtig eine richtig, richtig geile Sache, da das wirklich eins der größten Turniere in Europa ist, sind auch $25,000 Preisgeld drauf, und das ist einfach nicht irgendein Turnier, wie man es so kennt, wie die FCO oder die Skyline oder sowas, das ist halt einfach ein Turnier, da wo man sich nicht einfach, wo nicht jedes Team hinfahren kann, sondern wo man sich für qualifizieren muss, wie zum Beispiel Team Envious hat es geschafft, die haben die Gfinity gewonnen und Gfinity-Sieger hat ja automatisch einen ESWC-Spot bekommen. Des Weiteren ist noch Evil Genius dabei und es sind noch einige andere Qualifikationen am Laufen und wir hatten das Glück, wir haben uns beworben, man konnte sich auch natürlich bewerben und wir und vier andere weitere Teams hatten das Glück, dass wir ausgewählt wurden, um einfach unsere Nation zu vertreten und mit uns wurden ausgewählt noch Epsilon Esports und TCM Gaming für England, Orbit aus Schweden und Mindfreak für Australien. Des Weiteren ist, wie gesagt, Evil Genius schon dabei und Team Envious. Ich muss hier selber gucken, Kalidos von Brasilien sind dabei und Deliware von Belgien sind mit am Start. Und das Event findet statt vom 29. Oktober bis zum 2. November, werden wir auf der Paris Games Week sein und werden Deutschland vertreten und für uns ist das wirklich eine riesengroße Ehre, wieder einmal Deutschland zu vertreten in Call of Duty, im Call of Duty eSport. Wir vertreten nicht nur uns, wir vertreten komplett Deutschland, die deutsche Community und da sind wir wirklich sehr stolz drauf und freuen uns wirklich drauf. Wir haben jetzt noch 1,5 Monate Zeit, das Game zu grinden und darauf vorzubereiten, um das Teamplay und die Taktiken perfekt zu machen. Das werden wir natürlich nutzen und ihr werdet auch einiges davon mitbekommen hier am YouTube-Channel. Es werden natürlich auch noch weitere Infos zu ESWC folgen. Ich habe euch unten in die Beschreibung einen Link mit reingepackt. Das ist der ESWC-Link, da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken. Da seht ihr auch schon, welche Teams es geschafft haben, welche Qualifikationen gerade am Laufen sind. Und auch ein bisschen allgemeine Informationen zur ESWC. Könnt ihr euch mal durchgucken. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr euch das gefällt, dass wir Deutschland vertreten, auf der ESWC 2014 würde ich sagen, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ansonsten hören wir uns die Tage wieder voneinander. Bis dann. Ciao, Servus, euer Schocks.